Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, in Sibirien bei minus 30 Grad hängen die Leute ihre Wäsche trotzdem draußen auf. Aber wie trocknet denn die Wäsche bei so niedrigen Temperaturen? Die Antwort hat mit dem Phasenübergang vom Wasser zum Wasserdampf zu tun. Und wie genau das passiert, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zum Wissensbooster. Mein Name ist Marco und heute gibt es mal wieder eine Runde meiner Quizshow. Letzte Folge wollte ich von euch wissen, wie die Aggregatzustandsänderung von einem Feststoff zu einem gasförmigen Stoff heißt. Und das waren eure Antworten. Ihr tippt auf Sublimation und ihr habt gut in der Schule aufgepasst, das ist richtig. Es kann sein, dass ihr die Sublimation schon mal beobachtet habt, nämlich wenn man ein Lebensmittel aus dem Gefrierschrank holt und es so leicht dampft. Da tritt nämlich die Sublimation auf. Die Eiskristalle verflüssigen sich nicht erst, sondern werden direkt zu Wasserdampf und das ist dieser leichte Rauch, den man da sehen kann. Die Sublimation kann man sich gut an einem sogenannten Phasendiagramm veranschaulichen. Es zeigt die Aggregatzustände in Abhängigkeit von Druck und Temperatur von verschiedenen Stoffen. Die Linien stellen dabei die Aggregatzustandsänderungen dar und ihr seht schon, bei niedrigen Temperaturen und niedrigen Drücken gibt es einen Bereich, wo fest an gasförmig grenzt und dort kann also die Sublimation stattfinden. Kommen wir mal zu einem theoretischen Beispiel. Ein Stoff ist am Ausgangspunkt A mit einer gewissen Temperatur und einem gewissen Druck. Und dann verläuft ein Prozess zum Punkt B und genauso zeichne ich das euch nochmal ein für einen Punkt C nach B. Und bei diesen Prozessen tritt die Sublimation auf. Da seht ihr, eine Erhöhung der Temperatur oder eine Verringerung des Drucks kann zur Sublimation führen. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, ich weiß, aber ihr müsst euch vorstellen, jeder Stoff hat ein eigenes Phasendiagramm und kann somit theoretisch sublimieren. Allerdings gibt es da einige Probleme, zum Beispiel Graphit sublimiert erst bei einer Temperatur von 3825 Grad Celsius, also so ein Szenario wird in der Natur sehr selten vorkommen und es ist auch sehr schwierig, das künstlich aufzubereiten. Um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu veranschaulichen, noch ein paar Beispiele aus der realen Welt. Wie schon anfangs erwähnt, ist der Phasenübergang von Eis zu Wasserdampf ein gutes Beispiel. Das bildet diesen weißlichen Rauch, aber auch Bor, Kohlenstoff oder Jod werden bei Erhitzung sofort gasförmig und sublimieren also. Ja, wo wird das Prinzip der Sublimation angewandt? Zum Beispiel beim Gefriertrocknen von Lebensmitteln und so wird eine schonende Konservierung ermöglicht. Weitere Anwendungen gibt es noch bei der Metallbearbeitung. Da gibt es das Laserstrahl-Sublimierschneiden. Klingt ziemlich kompliziert, ist es auch. Ein Laser hat dabei so große Leistung, dass er das Metall sofort verdampft. Somit kann man Metall sehr sauber schneiden und es entstehen keine ausgefransten Ränder. Kommen wir nochmal zur Wäsche in Sibirien. Die trocknet nämlich durch Sublimation. Wenn man sich das Phasendiagramm nimmt, wird das Wasser natürlich, wenn man in die Kälte geht, erst zu Eis. Und dann, ohne nochmal flüssig zu werden, zu Wasserdampf. Dazu muss einfach die Außenluft trocken sein, damit sie noch Wasser aufnehmen kann. Und so kann sogar im Winter die Wäsche draußen bei Minusgraden trocknen. Das soll es auch schon zu dem Thema Sublimation und Aggregatzustände gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, das freut mich. Und jetzt kommen wir zur Frage für die nächste Folge. Dafür konntet ihr wie immer die Kategorie auswählen und diesmal habt ihr euch für Mensch und Gesundheit entschieden und da lautet die Frage wie folgt. Wie viele Neuronen, also Nervenzellen, gibt es im menschlichen Gehirn? Antwort A, 10 Millionen, B, 100 Millionen, C, 10 Milliarden oder D, 100 Milliarden. Ihr könnt abstimmen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es doch mit Freunden, um sie auf dieses interessante Videoformat aufmerksam zu machen. Jetzt könnt ihr euch rechts noch ein Video anschauen, welches Vitamin denn durch Sonnenlicht vom Körper selbst gebildet wird. Oder ihr wählt die Kategorie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.